Welcome back. Let's play Dead Space. Okay. Es scheint aufwärts zu gehen. Gerade ist ein Militärschiff aufgetaucht, die USM Valor. Keine Ahnung, was sie dort draußen gemacht hat, aber sie muss unseren Notruf aufgeschnappt haben. Wir können aber erst mit ihnen reden, wenn das Array der Com-Anlage repariert ist. Ich werde jetzt die Tür zur Kommunikationszentrale für dich hacken. Geh da rein und finde die Kontrollstation der Com-Anlage. Okay. Ich habe nicht so mal vielleicht nicht so viel. Oh, plötzlich ist... Trrr. Hey, das war schon so. Hallo? Hallo? Okay. Beim Heiligen Chupacabra. Hallo? Ich hab dich gehört. Tomorrow is a good idea. Nur doch, wenn es dann tomorrow ist, dann ist das keine gute Idee mehr. Gefährliche Anomalie registriert. Quarantäne wurde aktiviert. Jungfuß Herbert. Da kommt Jungfuß Herbert. Kein Schiff von mir. Quarantäne aufgehoben. Boah. No way. No fucking way. Oh, ja, ich muss hoch. Wir können nicht mehr nach Ebene 1. Isaac, die Tür zur Kommunikationszentrale ist jetzt offen, aber ich kriege über die Comms immer mehr Rückkopplungsimpulse rein. Ich glaube, jemand hört uns ab, also sei vorsichtig. Klar, Oh, der Doktor. Oh Gott! Verdammte Kiste. Du verdammte Kiste. I hate you. What? Okay, gut, gut. Oh, oh Gott. Lecker.
Ja, wie jetzt? Zum Com-Array. Wie sieht's denn hier eigentlich aus, kartentechnisch? Don't try to be human. Oh! It's a Spider-Man! Wie? Ne, oder? Ne. Gott verdammt. Okay. Oh. Hallo? Ah, gut. Ja. Das war ja... Logbuch der Kommunikationszentrale, First Comms Operator Bailey. Dieses Schiff wird angegriffen. Dennoch wurden unsere Bitten, einen Notruf absetzen zu dürfen, wiederholt von Captain Matthias abgelehnt. Er würde es nie zugeben, aber alle auf der Brücke wissen warum. Das hier ist eine illegale Operation in einem verbotenen System. Wir haben es alle seit Monaten gewusst und die Klappe gehalten. Aber das ist jetzt vorbei. Aha. Mayday, 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 hier ist die USG Ishimura. Hier ist... Verfluchte Scheiße. Verfluchte Scheiße ist hier? Das ist ja nicht zu glauben. Das komplette Kommunikationssystem ist offline. Jetzt ist er zu weit gegangen. Bailey out. Oh. Na gut. Das war's. Na, ich dachte, na gut. Oh, da hängt einer. Aussteigen zu linken. Kommunikationsarray offline. Ein Servicetechniker wurde informiert. Das Array der Com-Anlage ist in keinem guten Zustand. Wir brauchen mindestens 6 funktionierende Parabolantennen für ein starkes Signal. Sie müssen symmetrisch ausgerichtet sein, damit es keine Energieversorgungslücken gibt. Okay. So, dann richten wir die Kommunikation aus. Antennen. Hä? Eintritt Schwerelosigkeit. What the hell? Nein! Irgendwas ist nicht da. Das ist... Ich verzicke mich! Hallo? Oh. Okay.
Oh. Gut, wir müssen gleich ausgerichtet sein, symmetrisch. Wie viele Funktionäre haben wir denn? Okay, 6 Stück. Ah, können wir auch einfach in die Mitte setzen. Das heißt, der hier ist in Ordnung. Und Kommunikationsarray wieder online. Empfang von Nachrichten möglich. Das war's. Es funktioniert. Geh jetzt zurück zur Kommunikationszentrale und sende unsere Koordinaten über das Bedienfeld zur Wähler. Okay. Ende der Schwerelosigkeit. Okay. Ich wollte eigentlich immer noch darauf, dass gleich mir was anspringt, aber das passiert wohl nicht. Gut. Das war jetzt einfacher als gedacht. Hier spricht die USM Wähler. USG Ishimura, wir haben Ihren Notruf empfangen und senden jetzt auf allen Frequenzen. Wir haben Ihre Rettungskapsel 47 an Bord genommen und sind jetzt auf dem Weg zu Ihnen. Diese Nachricht wird bis zu Ihrer Antwort alle 30 Sekunden wiederholt. Was? Ist das nicht die Rettungskapsel, die Hammond abgefeuert hat? So sieht's aus, Madame. Ein Spieler sicher war an Bord. Nein. Nein, das darf nicht sein. USM Wähler! Wähler, kommen! Unser Signal ist nicht stark genug. Ich werde jetzt die Drucktüren öffnen, um das Signal zu verstärken. Okay. Fehler. Drucktüren sind blockiert. Bitte wenden Sie sich an einen Techniker. Scheiße! Isaac, da ist was Großes an der Hülle des Schiffes, direkt über dem Com-Array. Was Organisches. Keine Ahnung, was es ist und ich will es auch nicht wissen. Ja, wir müssen irgendwie die Türen öffnen, um zur Wähler zu senden. Von der AAS-Kanone 48 solltest du ungehindert schießen können. Geh zu der Kanone und befördere das Ding ins All. Ich fahre ja schon. Hey, unser Freund ist weg. Hey, warte, da springt doch was. Das war ein Baby. Ja, das war mal kurz und schmerzlos. Wow. Kacke! Ich will mal ein paar Stühle benutzen. Sie sind intelligent. Beende ich die Episode erstmal wieder hier. Bis zum nächsten Mal.